Liebe Pfaffenhofner, ein herzliches Grüß Gott vom Volksfestplatz, wo der Aufbau bereits in vollen Zügen läuft. Die ersten Zelte stehen bereits und wir freuen uns darauf, dass sie bald mit Leben und Bier gefüllt werden. Auch bezüglich des Essens haben wir uns Gedanken gemacht und es wird auch in diesem Jahr wieder das Pfaffenhofener Volksfestessen aus artgerechter Haltung geben, zum Preis von maximal 10 Euro und ein wechselndes Menü. Darüber hinaus wird auch auf dem Platz draußen auf Nachhaltigkeit geachtet werden. Wir werden Plastik, soweit es geht, durch umweltfreundliche Alternativen ersetzen, also Holz, Papier und so weiter. Nur wenn das Produkt unverzichtbar ist, wird auch weiterhin Plastik erlaubt bleiben, damit wir unserer Verantwortung im Feiern auch gerecht werden. Also wir sind jetzt gerade auf der Bierprobe hier in Pfaffenhofen am Stoppplatz. Das hat sich auch brutal entwickelt. Also da sind auch viele Leute da. Das hat es auch noch nie gegeben, so viele Leute. Und das Bier schmeckt sehr, sehr gut. Also ich habe alle drei Bier jetzt probiert. Das Klosterbier, das Urbanus und jetzt auch das Müllerbrei. Also ein richtig gutes Festbier gibt es da auf dem Volksfest. Auch in diesem Jahr 2019 gibt es wieder auf dem Pfaffenhofener Volksfest unser gutes Klosterbier. Natürlich das Hopferzupferbier, absolut regional, mit Scheirer Hopfen und übrigens regenerativ eingebraut. Das heißt absolut CO2-neutral. Da kann man doch einmal eine Masse mehr drauf trinken. Prost, zum Wohl! Schönes Wetter bei der Bierprobe. Wir freuen uns wahnsinnig aufs Volksfest heuer und hoffen, dass es genauso schön wird wie letztes Jahr. Zu einem gelungenen Volksfest gehört allerdings nicht nur ein süffige Maß Bier und ein gutes Essen, sondern darüber hinaus auch ein anständiger Vergnügungspark. Und diesbezüglich, glaube ich, brauchen wir uns vor anderen Volksfesten nicht zu verstecken. Wir haben zum einen die Achterbahn, die letztes Jahr schon da war, und ein Riesenrad, große Attraktionen, aber genauso auch die kleinen Geschäfte mit langer Tradition und großem Charme, wie ein Haut in Lukas, ein Schiffschaukel oder auch die Kinderkarussells, mit denen alle von uns seit Kindesbeinen an schöne Erinnerungen verbinden. Und ich glaube, das zeigt sich auch, wenn man sich mit Schaustellern unterhält, die immer wieder sagen, dass Pfaffenhofen deswegen von ihnen sehr geschätzt wird, weil wir eben nicht nur aufs Bierzelt unser Hauptaugenmerk legen, sondern auch genauso gut den Familienaspekt nicht vergessen und für die Familien einiges zu bieten haben.